Beziffer Jesus Baby. Oh mein Gott, Jen, ich hab echt ein ernstes Arschtrauma am Kommen. Soll ich so lange deinen Milchshake nehmen? Scheiße, nein, du Bitch. Ich trinke Milchshake, wo immer ich will. Bitch, ich wette, die wollte meinen Shake austrinken. Gott, ich brauche neue Freunde. Also coole Freunde wie James Bader. Oh mein Gott. Jen, ich hab grad ein scheiß Baby gekriegt. Oh mein Gott, du hattest Sex? Nein, Gott, du bist so blöd, Jen. Du weißt doch, ich hebe mich für Cumberbatch auf. Das ist offensichtlich sowas wie ein Jesus-Baby. Oh mein Gott, dann werden wir ja bestimmt berühmt. Wir? Du meinst ich, Bitch? Ich werde meine eigene Reality-Show haben mit mir und Jesus, wo wir so Jesus-Sachen machen in den Hamptons. Hau ab hier, Bitch! 10 Minuten später. Dieses Baby nervt. Es kann gar nichts. Und irgendwie ruiniert es voll mein Leben im Moment. Verkauf es doch an Baby Crab. Oh mein Gott! Ich sollte das Baby Crab verkaufen für 1 Million Dollar oder so. Hallo, kann ich helfen? Ja, ich habe da so ein Baby, das ich verkaufen möchte. Wie viel kriege ich dafür? Es war eine unverbleckte Empfängnis. Es ist ein Jesus-Baby, gib mir schon Geld! Sie meinen unbefleckte Empfängnis? Ja, also Gott wollte ein Baby machen mit der besten Frau auf der Welt. Und da hat er natürlich mich genommen. Aus offensichtlichen Gründen. Und jetzt wollen Sie dieses Baby an Crab verkaufen? Nee, an Baby Crab, du dumme Tusse. Warum sollte ich es einem normalen Crab verkaufen, wenn es ein Baby ist? Manche Leute, ey. Nun, ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihnen helfen kann. Baby Crab kauft eigentlich keine Babys. Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Keine Ahnung, es ist ein Jesus. Ach, wie süß, was für ein Gesichtchen. Oh, meine Güte, das ist gar kein Baby. Ich glaube, das ist ein Burrito. Oh mein Gott! Das ist das beste Burrito-Baby, das ich je gegessen habe. Ah.